Das Trainerleben beim FSV Zwickau macht aktuell durchaus Spaß. Rico Schmidt feierte mit den Schwänen zuletzt 3 Siege in Folge, aber jetzt war Rot-Weiß Erfurt zu Gast, die Thüringer in diesem Jahr noch ungeschlagen und mit 1500 Fans im Rücken angereist. Insgesamt knapp 7000 Zuschauer beim Derby. Klasse Atmosphäre. RWE in Schwarz mit richtig gutem Beginn. 24. Spielminute und es wurde richtig gefährlich. Romario Hairola mit der Topchance zur Führung. Der Angreifer säbelte über den Ball. Das hätte durchaus das 1-0 für RWE sein können. Hairola musste kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trotzdem hatte Erfurt alles im Griff. Gute halbe Stunde absolviert. Mal ein bisschen Platz für Zwickau, für Kufor. Und der mit super Flanke für Zimmermann. Erfurt machte das Spiel. Zwickau das Tor. Und natürlich Marc-Philipp Zimmermann. Und natürlich eingeschädelt das Kopfball-Ungeheuer der Westsachsen. Von Starzew einfach aus den Augen gelassen. Sträflich und so eine Gelegenheit lässt er sich nicht nehmen. 11. Saisontor für Zimmermann. Die Flanke von Kufur allerdings auch wirklich prächtig. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, nochmal Freistoß für Zwickau. Schellenberg draußen und oh Gott, mit ganz schlimmem Fehler. Kilian Senkbeil dazwischen. Zweite Chance Zwickau, zweites Tor. Der Innenverteidiger, der Nutznießer dieses schlimmen Box von Schellenberg. Der ließ den Ball durch die Hände rutschen, dann reaktionsschnell abgeschlossen. Erfurt mit 0:2 im Hintertreffen. Obwohl sie gar kein schlechtes Spiel machten. Im Hinspiel gab es ein klares 4:1 für Erfurt. Jetzt gab es die Retourkutsche. Kurz nach Wiederbeginn wieder Zimmermann. 3:0 Zwickau. Jeder Angriff saß. 46. Spielminute. Doppelpack Zimbo. RWE erneut bei einem Standard. Höchst anfällig. Die Thüringer zu Hause, das heimstärkste Team der Liga, in der Fremde nur mit einem Auswärtssieg und es sollte noch bitterer kommen. 59. Minute, Will, 4:0 Zwickau. Sie spielten sich zunehmend in einen Rausch und hatten dann auch das nötige Spielglück, denn dieser Treffer eigentlich irregulär. Zimmermann mit zu viel Ellbogeneinsatz gegen Starzew, diese Bude hätte nicht zählen dürfen. Aber der Drittliga-Absteiger mit dem absoluten Momentum auf der eigenen Seite. In diesem Jahr läuft alles wie geschmiert. Erfurt geschlagen, aber Zwickau hatte noch einen. Und zwar Jan Herrmann, 68. Minute. Jan Herrmann, Jan Herrmann, Jan Herrmann! Was für ein Strahl zum Schlusspunkt. Unser ein prestigeträchtiges Duell. Traumtor, damit das Ding auch wirklich finalisiert. Die Kirsche auf einen perfekten Zwickauer Nachmittag. Rot-Weiß Erfurt mit 0:5 abgewatscht. Der FSV auf der absoluten Erfolgswelle. Toni Mielke mit den Stimmen zum Spiel. Wir wussten eigentlich, was Zwickau für ein Spiel fährt. Viel lange Bälle auf den Zimbo, der natürlich nicht der Größte ist, aber wir wussten natürlich mit seinem Kopfballspiel. Und pennen in der ersten Halbzeit zweimal, nehmen uns dann wieder was vor. Und mit der ersten Aktion kriegen wir das 3-0. Dann ist es auch wirklich schwierig, da irgendwie wieder zurückzukommen. 4-5 musste eigentlich nicht sein. Nichtsdestotrotz muss ich einfach nur im Namen der Mannschaft Entschuldigung an die Fans sagen. Und zum Glück haben wir jetzt am Mittwoch das nächste Auswärtsspiel und da können wir hoffentlich mal unsere Misere auswärts mit 3 Punkten beglücken. Ja, so ein Spiel, das passiert einmal in der Saison, dass es so ausgeht, dass man vom Ballbesitz, sei mal 3/4 weniger Ballbesitz hat als der Gegner. Aber wir haben es heute effektiv gnadenlos genutzt und ich freue mich, dass wir gewonnen haben und vor allem zu 0. 4:1 gegen Hertha 2, 5:0 gegen Erfurt. Der FSV ballert sich raus aus dem Abstiegskampf. Am Dienstag geht's nach Babelsberg. Erfurt muss am Mittwoch bei Viktoria Berlin ran.